So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Monkey Island 1. Wir sind ja noch beim Alten und jetzt werden wir eben mal fragen, nochmal wegen dem. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. So, ja, dann sag mir doch endlich mal, wie es da zu dem Dings-Schwertkämpfer geht. Was willst du denn? Ja, ich suche den Schwertmeister von Billy Island, Trademark. Ja, darauf falle ich noch nicht nochmal rein. Oh bitte. Ich mach diesmal auch keine Dummheiten, ich verspreche es. Ich glaube, ich könnte den ganzen Weg bis dahin wandern. Mal wieder. Bin gleich wieder da. Ich hab dich im Auge, Langfinger. Versuch keine Tricks. Ja, Alter. Okay, dann jetzt mal hinterher. Ich glaube, wir könnten mir jetzt hinterherlaufen. So. Okay, da war er. Hier. Da geht er. Ich glaube, wir müssen nur aufpassen, dass er uns nicht sieht. Hoffentlich ist er auch nicht zu schnell, hier zu klippen. Treppe. Da, an der Gabelung, okay. Nach oben. Wieder nach oben. Und nach rechts. Nochmal nach rechts. Und nach links. Dann nach oben. Ah. Okay. Schauschild. Achtung, tiefe Schlucht. Rüber. Aha. Aha. Quake. Ich bleibe lieber hier hinten und lausche. Hallo, Carla. Ich hab dir gesagt, hau ab. Diesmal bin ich nur aus geschäftlichen Gründen hier. Dieser Junge kam in mein Geschäft und... Gibst du alter Lustmolch? Du erfindest immer neue Ausreden, um mich hier zu belästigen. Ja, im Gemeinen, schon. Hör auf damit. Nerv mich nicht und mach ne Fliege. Niemand könnte dir folgen, dann wäre ich eine Touristenattraktion für Mini Island Trademark. Na gut, dann ist das deine Sache, Baby. Ja, natürlich. Und nun sich ab. So. Okay, dann können wir ja mal rübergehen. Ja, ich habe jetzt ja mal so eine Stimme gegeben. Ich weiß, dass das eine Frau ist. Das hört sich nicht allzu weiblich an, aber naja. Schau an den Schwertmeister. Sieht aus, als ob sie meditiert. Okay. Wer wagt sich dem Schwertmeister ohne Erlaubnis zu nähern? Und eine Erlaubnis habe ich dir sicher nicht gegeben. Bitte um Verzeihung, wir müssen reden. Mein Name ist Gabriel Seaport und du bist des Todes. Hi, ich verkaufe diese tollen Lederjacken. Ah, oh, nee, der Witz ist schon so alt. Naja,
Ich bitte um Verzeihung, aber wir müssen reden. Das glaube ich nicht. Jeder, der hierher kommt, will kämpfen. Sei doch ehrlich, du bist hier, um dich den Anführern zu beweisen, um eines Tages genauso zu verkommen wie sie. Ja, das trifft den Nagel auf den Kopf. Nicht schlecht. Aber was denn? Abschluss in Captains Mirks Schwertkampfklasse. Abschluss? Klasse? Du willst ernsthaft behaupten, du willst es mit dem Schwertmeister von Mealy Island Trademark aufnehmen? Wahrscheinlich der beste Schwertkämpfer in der ganzen Karibik. Ohne eine einzige Fechtstunde genommen zu haben. Ja. Wie zum Teufel willst du das anstellen? Keine Ahnung. Ich verstehe. Offensichtlich nicht mit deinem messerscharfen Verstand. Ich empfehle dringend, Captain Smirk zu suchen und etwas zu trainieren. Es wäre weder ethnisch noch sportlich oder gar interessant, mit jemand derart ahnungslosen wie dir zu kämpfen. Ander zisch ab. Benutze Schwert. Das klappt so nicht. Gib Schwert. Ja, Schwert, ja. Okay. Gut, dann müssen wir erstmal hier trainieren. So, geh zu. Knarz. Hässlicher Pirat. Halt! Stopp! Stehen bleiben! Nein, wollte nicht zum Zirkus. Hässlicher Pirat, jetzt aber hopp. Ah, Mist. Geh mich aus dem Weg oder ich schneide durch. Ist das nicht eine schöne Nacht? Hä? Hast du nichts Besseres zu tun, hä? Entschuldige, ich muss weiter. Okay, das hat wohl nicht so geklappt. Wer ist der Captain Smirk? Wer ist das? Wo finde ich den? Da ist der Hook Meat, oder hier Meat Hook. Du dünnstlicher Pirat. Nein, probieren es nochmal. Nein. Was willst denn du, Dreckschrubber? Schon mal bemerkt, wie ähnlich all diese Straßen sind? Ja, jetzt wo du das sagst. Aber vielleicht sind wir nur übermüdet. Ist das nicht eine wunderschöne Nacht? Hä? Hast du nichts Besseres zu tun? Entschuldige, aber ich muss weiter. Ja, dann macht mal. Ja, so geht's auf jeden Fall nicht. Da an das Haus geht's auch noch nicht. Denn da kommt erst der scheiß Brückentroll. Nee. Also nochmal weg hier.
Beim Schwert hat Zirkus. Beim Zirkuspark mache ich auch nichts mehr, ne? Da sind ja die Fettuccini Brothers. Der Ausguck, der redet dort mit uns. Wahrscheinlich, ich gehe mal zum Ausguck hin, aber ich denke mal nicht, dass er mit uns redet. So. Rede mit Speer. Hör zu, ich bin gerade etwas beschäftigt. Habe ich da aber schon mal gesagt. Ich rede später mit dir. Ja, wann ist später? Nee. Also dann nochmal zur Stadt. Wen könnten wir da jetzt... Vielleicht eine Scamper? Irgendein Pirat von denen? Ich will nicht zwischen Pirat und Kork geraten. Rede mit Pirat. Der sieht ziemlich fertig aus. Ich lasse ihn lieber allein. Rede mit Pirat. Nein, danke, Verkäufer kann ich nicht ausstehen. Meh. Ja, vielleicht. Rede mit Pirat. Ich glaube nicht, dass sie ihn aufwecken sollte. Der Hund weiß wahrscheinlich eh nicht. Vielleicht nochmal die wichtigen Piraten fragen. Die schrecklich wichtigen Piraten. Hallo Koch. So, rede. Wie geht's dir, Dieb? Wie war das nochmal mit der Fechterei? Dann musst du den Schwertmeister finden und besiegen. Jemand in der Stadt wird dir den Weg zeigen können. Und übe erstmal ein bisschen. Ja, dann gehe ich mal wieder. Lass uns mit unserem Kork auch rein. Schau später nochmal rein, erzähl uns, wie es läuft. So, gelacht haben sie jetzt nicht mehr. Was kann man mit dem Kamin eigentlich machen? Benutze Heftentferner auf Gummihund. Nicht zum Entheftklammern in der Nähe. Benutze das mit hier Tagesordner. Auch nichts zum Entfernen. Benutze auf Kamin. Nicht zum Entheftklammern in der Nähe. Tja. Dann gehen wir wieder. Kann man vielleicht mit dem Heftklammerentfernung das Plakat entfernen? Das kann man probieren. Benutze Entferner auf Plakat. Nicht zum Entheftklammern in der Nähe. Tja, also es ist immer nicht ganz einfach. Man weiß ja nicht immer gleich, wo man weitermachen muss. vielleicht tun wir den Händler dann nochmal anschwätzen. Rede. Entschuldigen Sie, aber haben... Oh, du bist es wieder. Ich sagte doch schon, es gibt nur eine einzige. Nun zisch ab. Nee. Mist. Können wir vielleicht mit denen nochmal reden, mit den Männern ohne Peral? Nö, die wollen nicht reden, ich gehe dann mal wieder. Nee. Zur Voodoo-Tante könnten wir nochmal gehen. Halt, das war die Tür. Ich glaube, die Voodoo-Tante ist auch nicht da. Hallo? Scheint jemand hier zu sein. Na, dann gehe ich wieder. So. Hühnerknochen. Warte mal, nimm Knochen. Geht es vielleicht? Nein, danke. Ich fasse dieses Voodoo-Zeugs lieber nicht an.
Oder nimm den Gral. Nein, danke. Ich fasse dieses Hudezeug lieber nicht an. Öffne Korb. Nein, danke. Irgendwas springt dann heraus und beißt mich. Oder schau an Körbe. Was wohl in den Körben sein mag. Öffne Körbe. Nein, bin nicht so scharf drauf, da reinzugucken. Er fragt da, was da wohl drin ist. Vielleicht sind giftige Schlangen drin. Aber hier, der ist draußen. Das Schauenstatue. Der ist ziemlich gruselig. Nimm Statue. Nein, die fasse ich lieber nicht an. Hühner, das sieht der aus wie Fledermäuse und so. Oder nimm Korb. Nein, ich fasse dieses Hudezeug lieber nicht an. Warte mal. Drücke Statue. Nein, ich fasse lieber nicht an. Ziehe. Nein, ich fasse lieber nicht an. Warte mal. Ziehe. Kral. Nein, ich fasse es nicht an. So, Tür auf, raus. Pam! Nö, aber was machen wir denn jetzt? Nicht wahr, nicht. Ja, wir gehen mal hier durch wieder. Vielleicht mal wieder zum Gouverneursding gehen. Wer kommt denn da? Ich hätte noch eine Idee dann. So, hier wieder. Geh zum Haus der Gouverneurin. Beeil dich, Guybrush. Ja, die schlafen immer noch. Öffne. Diese Tür scheint verschlossen zu sein. Loch. Hier nichts Besonderes. Schau an Bücher. Keine Zeit zum Lesen, immer noch nicht, okay. Dann geht zur Tür, öffne Tür. Diese Tür scheint verschlossen zu sein. Gehe zu zerbrochenen Fenster. Nein, ich will nur einen Scherben schneiden. Mann, das gibt's doch nicht. Wie geht's hier weiter? Warte mal, Kronleuchter geht nicht. So. Ja, also diese alten Adventures waren doch noch ein bisschen knackiger wie die neueren hier. Hier zur Stadt, jetzt könnte ich höchstens mal in die Gasse noch reingehen und da mal gucken, ob ich da irgendwas finde. Ja, oder zum Gefangenen, aber beim Gefangenen, der... Ja, da habe ich nichts für. Ich kann ja das Schwert ins Schloss stecken, das geht nicht. So, hier. Ah, da ist ein Schild, das habe ich das letzte Mal übersehen. Schau an. Nur für Angestellte. Okay. Poster. Nimm Poster. Das kann ich nicht nehmen. Ja, warum nicht? Benutze Klammeraffe da auf das Poster. Nicht zum Endheft klammern in der Nähe. Tja, okay. Gut, die Frage wäre eh, was will ich mit dem Poster? Ja, ich kann jetzt einmal in die Kirche. Öffne. Ja, da ist die Kirche. Ja, du musst hier beten. In der Kirche ist ein Gott. Ist hier und guckt auf dich, du musst dich ja niederknien und ja, ich sing hier irgendeinen Ese. Ausgang, so. So, geh zum Durchgang. Wir reden nochmal mit dem Gefangenen. Aha, die Ratte ist ja wieder da. Du Biest. Rede mit Gefangener. Ich sagte doch, mehr fällt mir nicht ein. Mäp.
es. Na, die Minzbonbons haben wir ja auch noch. Ah, Mann, Leute. Kein Plan, wie ich jetzt weitergehen soll. So. Ich muss diesen komischen Captain Smirth oder wie auch immer, Smirk oder wie hat er geheißen, muss ich finden. Aha, Hallöchen. Der will nichts von mir. Schade. Warte mal, ich könnte noch eins probieren. Ich könnte den alten Opi fragen, wo dieser Captain Smirk ist. Jetzt Tür. Hey, wo bist du hin? Ich laufe durch die Halbinsel, versuche ein Treffen mit dem Schwertmeister zu engagieren. Der übrigens meint, so sollst du dir das abschminken. Und als ich wiederkomme, bist du weg. Mal sehen, ob ich dir je wieder einen Gefallen tue, undankbarer Ladendieb. Das heißt Ladendieb, ich hab doch bis jetzt alles bezahlt. Also rede. Was willst du denn? Ich suche schon. Ich sehe mal. Das bringt mir nichts mehr, wenn ich da jetzt nochmal. Wir wissen, aber später müssen wir noch was im Tresor machen. Ich sehe mich nochmal um. Okay. Weck mich, wenn du was brauchst. Ich hab gedacht, er will nicht einschlafen hier. Ja? Ich bin sowas von ratlos. Ich weiß jetzt wirklich gerade nicht weiter. Was will ich denn eigentlich mit diesem Affenschrittkurs hier haben? Ich hab noch keinen Affe. Aha. Kommt Vollbart raus. Tja, gut, Leute. Da würde ich sagen, wir belassen es mal hier wieder für heute. Und ich hoffe, in der nächsten Folge weiß ich dann, wie es weitergeht. Danke euch auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen und bis dann, euer Legolas. Tschüss.